Gute Nacht, der Hörspielkanal. Natürlich gab es auch welche, die mich angespuckt haben. Aber der größte Teil der Öffentlichkeit hat sich nie wirklich dafür interessiert. Es ist eine rein akademische Diskussion. Und unsere Aufgabe als Akademiker ist es nicht, ethische Diskussionen zu führen. Unsere Aufgabe ist es nicht, ethische Diskussionen zu führen, sondern unsere Fähigkeit dazu zu verwenden, die Menschheit zu retten. Das ist meine Meinung. Und dazu stehe ich. Ich bin Wissenschaftler. Und ich bin Arzt. Und ich glaube an den Menschen. Ich werde tun, was ich kann, um seinen Fortbestand zu sichern. Von der Weltkatastrophe, die uns noch bevorsteht, haben wir in den letzten Wochen allenfalls einen kleinen Vorgeschmack erhalten. Die chinesische Grippe dieses Winters, die so viele Opfer gefordert hat, war nur der erste schreckliche Höhepunkt einer Welle von Epidemien. Einer Welle von Epidemien, mit denen wir angesichts der rapide fortschreitenden Erderwärmung noch zu rechnen haben. Epidemien, die die menschliche Zivilisation an den Rand der Apokalypse führen werden. Es liegen seriöse Prognosen vor und es liegen unbestätigte Meldungen vor, dass in Ostasien die Pocken wieder aufgetreten sein sollen. Wir konnten nicht dastehen und zusehen, wie ein Antibiotikum nach dem anderen seine Wirkung verliert. Wir mussten einen Weg finden. Gegen die Erreger kommen wir nicht mehr an. Wir brauchten einen neuen Menschen, einen, dessen Immunsystem dem des Homo sapiens überlegen war. Einen, dessen Physis der des Homo sapiens überlegen war. Also haben wir hineingegriffen in die Doppelhelix. Deshalb haben wir es getan. Mühlheimers Experiment von Bodo Traber. Regie Hein Brühl. Backbord, weiter Backbord! Okay, ist das Sperrgebiet? Wieso? Die Frau da auf dem Pier hat eine Maschinenpistole über der Schulter, deshalb. Vielleicht ist die ganze Insel Militärgelände und man darf ja nicht an Land. Kannst dir gar nicht vorstellen, wie egal mir das ist. Ich kehr dich um. Pass auf, wir kommen zu schnell rein. Scheiße! Rückwärts! Du rammst den Pier! Geschafft. Ich hab dir ja gesagt, ich wusste, wir schaffen es. Schön für Sie. Kommen Sie aus Malmö? Nein, Hamburg. Wir wollen nach Norwegen. Peter Müller, das ist meine Frau Bea. Hi. Also Sie haben keine Tiere dabei? Tiere? Wieso Tiere? Der Sturm hat uns überrascht. Wir wären fast gesunken. Dürfen wir an Land kommen, oder? Von mir aus, aber ein bisschen Beeilung. Ab dich! Ich habe sowas noch nie erlebt. Wir haben gedacht, es ist aus, als der Blitz in die Antenne eingeschlagen hat. Ihre Leuchtrakete haben wir gesehen. Die ganze Bordelektronik ist ausgefallen, das Funkgerät ist durchgeschmort. Wo sind wir eigentlich genau? Die Karten stimmen ja alle nicht mehr. Kommen Sie mit zum Jeep, hier können wir nicht bleiben. Ich weiß ja gar nicht, wie viel Treibstoff wir verfahren haben. Die Amerikaner haben doch eine Basis in Schottland. Die könnten einen Hubschrauber herschicken. In 10 Stunden könnten die da sein. Sie haben doch eine Funkanlage hier. Unsere Satellitenschüssel ist auch ausgefallen. Steigen Sie ein, wir müssen hier weg.
Gehen Sie manchmal auf Großwildjagd, oder was? Wozu brauchen Sie die Eisenspitzen an der Stoßstange? Einsteigen jetzt! Nun steig schon ein! Das Zentrum war anscheinend weiter südöstlich. Kleiner Taifun. Schon der zweite diesen Sommer. Der zweite? Tropischer Taifun. Haben Sie die letzten 10 Jahre verschlafen? Das Klima ändert sich so schnell. Unmöglich, auf dem Laufenden zu bleiben. Unsere Karten sind die neuesten, die ich kriegen konnte. Und trotzdem sind Teile von Jütland und Seeland noch drauf. Jetzt nur noch Lagunen. Die Ostsee ist doppelt so groß. Oh. Hast du dir wehgetan? Oh, nicht so wild, nur der Ellenbogen. Warum rasen Sie denn so? Das hier ist keine Sightseeing-Tour, verdammt. Halten Sie sich fest und quatschen Sie mich nicht voll. Wir hätten uns fast überschlagen. Haben Sie die Körper noch nicht gesehen, oder was? Sorry, die vergesse ich immer. Keinem was passiert? Glaub nicht. Alles okay. Was ist denn das davon? Heilige Scheiße. Wow. Was ist das? Ein Zaun. Was haben Sie gedacht? Über 5 Meter hoch? Was soll der Stacheldraht? Ich muss das Tor abschließen. Sie warten hier. NATO-Draht. Ja. Mit Widerhaken. Mehrere Schichten. Alle miteinander verwoben. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ein richtiges Kunstwerk. Sieht aus wie die Hecke ums Dornröschenschloss. Hm? Hey, da bewegt sich was in den Büschen. Und was ist das? Da hängt wo? Irgendein... Na, da drüben links. Irgendein totes Tier. Muss in den Draht gekrochen sein. Ich sehe nichts. Na, da hinten. Das sah aus wie ein Kind. Unsinn. Wie ein totes Kind. Das hast du dir eingebildet. Du bist übermüdet. Glaubst du? Ruhe dich ein bisschen aus, okay? Mach einfach die Augen zu. Okay. Es ist nicht mehr weit bis zum Haus. Kleiner Barackenkomplex. Hier mitten im Dschungel. Ja. Ein Forschungscamp. Wir machen hier biologische Forschung. Aha. Ich glaube, Ihre Frau ist eingeschlafen. Wer? Wer? Tatsächlich. Kein Wunder, wir haben 36 Stunden nicht geschlafen. Ich kann selber kaum noch geradeaus denken. Das merkt man. Das Beste wird sein, Sie hauen sich beide erst einmal ein paar Stunden hin. Wir können heute Abend reden. Sagen Sie, hm? Die Maschinenpistole und die Automatik in Ihrem Gürtel, dann dieser Zaun. Ja? Gibt's hier wilde Tiere? Wilde Tiere? Ja, so könnte man es nennen. Ah, da sind Sie ja. Guten Abend. Guten Abend. Na, gut geschlafen? Ja, danke. Wie ein Stein. Ich hoffe, Sie werden sich bei uns wohlfühlen. Ich bin Magnus Paulus. Peter Müller, freut mich. Bea Könbaum. Frau von Kamp haben Sie ja schon kennengelernt. Sagen Sie Monika. Vielen Dank für die Badetücher und die frischen Sachen. Ich weiß nicht mehr, wann ich zuletzt was Trockenes anhatte. Kein Ding. Sie haben nicht zufällig Zigaretten dabei? Zufällig? Tut mir leid, nein. Pech. Wir haben hier leider zurzeit ein kleines Versorgungsproblemchen. Ist das was zu essen? Natürlich. Ich dachte mir, dass Sie Hunger haben würden. Also habe ich Ihnen etwas gezaubert. Essen Sie sich und hauen Sie rein. Oh, das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Fantastisch. Sind das Omelettes? Gefüllt. Mein Spezialrezept. Mit gedünsteten Champignons, Petersilie und Schalotten. Kaffee steht auf der Wärmplatte, wenn Sie mögen. Schmeckt wirklich klasse. Ausgezeichnet. Essen Sie. Ist reichlich da. Wir können notfalls noch ein paar Wochen durchhalten, falls sich der Tender noch weiter verspätet. Wir haben sich ja nett eingerichtet. Ich meine, bis auf den Waffenschrank, da kommt man sich vor wie in Onkel Toms Hütte. In der neuen, lassen Sie. Komfort muss sein, sage ich immer. Auch im tiefsten Regenwald. Wo befinden wir uns eigentlich genau? Das haben Sie uns noch nicht verraten. Fano. Ein gutes Stück westlich von Schweden, südwestlich der skandinavischen Hauptinseln,
Ich zeig's Ihnen nachher auf der Karte. Und was machen Sie hier, so weit ab vom Schuss? Wollen Sie? Erklären Sie es, Sie können das besser. Gerade die Tatsache, dass wir hier so weit ab vom Schuss sind, wie Sie sagen, dass diese Insel ein geschlossenes biologisches System ist, war Voraussetzung für unsere Arbeit. Wir haben die Veränderungen des Ökosystems studiert, verstehen Sie? Ja, ich glaube, ich kann Ihnen folgen. Ich war mal Wissenschaftsredakteur. Wir sind jetzt noch zu dritt hier. Der Herr des Hauses schläft noch. Er schläft meist den ganzen Tag. Sie werden ihn noch kennenlernen. Sie kommen aus Hamburg? Wie sieht's dort aus? Furchtbar. Im unteren Teil der Stadt verkehrt man nur noch mit Booten. Man bewohnt die Gebäude ab dem zweiten Stock und klettert durch die Fenster. Es gibt keine richtige Infrastruktur mehr. Keine funktionierende Wasser- oder Stromversorgung. Und was ist mit Köln? Köln? Meine Heimatstadt. Ich war ewig nicht da. Der Rhein soll jetzt 2 Kilometer breit sein. Ach, verstehe. Die Touristen werden mit Glasbodenschiffen um den Kölner Dom rumgefahren. Da sehen sie sich den Domplatz und den Bahnhof von oben an. Oder manche wollen sich die Straßen ansehen, wo sie mal gewohnt haben. Katastrophentourismus wird es noch geben, wenn es gar keine Menschheit mehr gibt. Aber das Schlimmste ist ja gar nicht die Klimakatastrophe. Das Schlimmste sind die Krankheiten. Jeden Winter Grippeepidemien und im Sommer sind es Tropenkrankheiten. Die Erreger sind resistent geworden. Die Impfstoffe haben keine Wirkung mehr. Ich weiß. In Hamburg sind diesen Sommer sehr viele gestorben. Und in Osteuropa geht seit ein paar Wochen eine neue Seuche um. In den Nachrichten sagen sie, es könnte eine Variante der Pocken sein, gegen die wir nicht immunisiert sind. Panikmache. Wir haben die Meldungen verfolgt. Viele hauen aus den Städten ab, bevor sie draufgehen. Sie packen das Nötigste zusammen, um woanders von vorn anzufangen. Und Grönland, Nordkanada. Wir wollen nach Norwegen und dann sehen wir weiter. Ich weiß ja nicht. Finden Sie nicht, dass Sie ein bisschen überreagieren? Man muss ja nicht gleich unter den Polarkreis fliehen, nur weil der Meeresspiegel ein bisschen steigt. Wann waren Sie zuletzt in Mitteleuropa? Aha. Scheint der Hausherr ist aufgestanden. Er ist schon wieder hingefallen. Gehen Sie? Ja. Jakob. Lass mich. Ich würde dir nur helfen. Lass mich, Ich kann noch allein aufstehen. Schon gut. Guten Abend. Guten Abend. Sie sind der Skipper, ja? Jakob Mühlhammer. Freut mich. Mein lieber Mann, Sie haben uns vielleicht warten lassen. Naja, Hauptsache, Sie sind endlich da. Ich verstehe nicht ganz. Haben Sie an die Kaninchen gedacht? Die sind für uns unverzichtbar. Weil sie sich vermehren. Wie die Kaninchen. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Das ist nicht der Skipper des Tenders. Die Leute sind zufällig hier gestrandet. Sie haben im Taifun die Orientierung verloren. Was? Worum geht's? Um das Versorgungsboot, auf das wir warten. Es ist schon fast eine Woche überfällig. Scheiße, wo bleiben die denn? Wir brauchen die Kaninchen. Wir hätten mehr Tiere bestellen sollen. Quatsch, wir haben kistenweise Kaninchen bestellt. 3 Dutzend Schweine, die müssen bloß endlich eintrudeln. Eine Scheißmarderei, jedes Mal. Setzen Sie sich und essen Sie was. Das sind Omelettes. Die können Sie essen. Die sind weich. Da sitzt man irgendwo auf halbem Weg zwischen nichts und nirgendwo. Dann bekommst du Zahnschmerzen. Das ist zum Kotzen. Ich sag das ja nur ungern, aber ich fürchte, Sie werden eine Wurzelresektion brauchen. Wurzelresektion? Sie sollten unbedingt mitfahren, wenn der Tender kommt. Ja, wenn. Sie haben heute Morgen gesagt, Ihre Satellitenanlage ist ausgefallen? Ja, wir sind abgeschnitten. Wir empfangen auch keine Radio- oder Fernsehsender mehr. Nicht einen einzigen, seit 3 Tagen. Sie müssen die Schüssel demoliert haben. Wer ist Sie? Das war bestimmt der Sturm. Der wird Sie runtergeholt haben. Wo ist denn die Schüssel? Draußen. Etwa 8 Kilometer von hier, auf dem Berg. Ich war Fernmeldetechnikerin bei der Polizei. Wenn Sie wollen, kann ich mir die Anlage mal ansehen. Können Sie die reparieren? Ich kann es versuchen. Ich habe Ihnen auch eine Motorradkombi rausgesucht. Die müsste eigentlich Ihre Größe haben. Ja, ist mir gestern schon aufgefallen, dass Sie immer in diesen Motorradhosen rumlaufen. Ist das nicht furchtbar unbequem bei der Hitze? Es ist sicherer. Ziehen Sie das an. In den Shorts können Sie nicht in den Dschungel. Warum nicht? Weil ich es sage. Ich ziehe das nicht an. Draußen sind wilde Tiere, okay? Das Leder ist zu hart für Ihre Zähne. Ich werde mich totschwitzen da drin. Egal, außerdem können Sie in dem knallroten Ding im Dschungel nicht verloren gehen. Na, meinetwegen.
Paulus fährt mit Ihnen raus. Ich bleibe heute hier. Ich muss auf Jakob aufpassen. Es geht ihm noch schlechter seit gestern Abend. Sind Sie mit ihm zusammen? Nur so eine Frage. Kann man so nicht sagen. Er ist über den Verlust seiner Frau nicht hinweggekommen. Mhm. Haben Sie sie gekannt? Natascha? War eine Kollegin von uns. Ich kannte sie gut. Tut mir leid, ich wollte nicht... Schon in Ordnung. Hier steckt noch was in der Jackentasche. Hey, das ist ja ein Museumsstück. Ein Handy. Die Sachen hatten Sie wohl schon lange nicht mehr an. Der nächste Sendemast ist doch bestimmt 1000 Kilometer von hier. Und das Netz, das gibt's ja wohl schon gar nicht mehr. Das sind nicht meine Sachen. Die waren mir viel zu klein, die haben Natascha gehört. Der toten Frau von Mühl? Sie ist nicht tot, sie ist... Ziehen Sie das jetzt bitte an, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Okay, okay. Es war schon eine Weile niemand mehr hier oben. Deshalb ist hier alles so zugewachsen. Ja, die Natur holt sich ihr Territorium zurück. Fahren Sie langsamer. Wieso sind Sie denn so nervös? Unter dem Beifahrersitz liegt eine Machete. Wenn wir nicht mehr durchkommen, müssen Sie aussteigen und den Weg freischlagen. Was sind das eigentlich für Tiere, vor denen Sie solche Angst haben? Wir müssten schon da sein. Wo ist denn die verdammte Anlage? Hey, sind Sie verrückt geworden? Wie kommen Sie dazu, mir ins Lenkrad zu greifen, Sie? Wir wären sonst von der Straße abgekommen. Ach, und wo sind wir jetzt? Herrgott, noch mal. Wir haben Glück gehabt. Die Achsen sind noch heil. Vorsicht, fall nicht. Geht schon. Die Anlage muss irgendwo da drüben sein, auf dem Hügel. Gehen Sie und suchen Sie sie. Wir? Ja, wer denn sonst? Sie können sie nicht verfehlen. Es ist eine 5-Meter-Schüssel. Na gut. Ich versuche inzwischen, den Wagen aus der Böschung zu fahren. Hier lang. Hier lang. Hier kommt man durch. Was war das? Ein Papagei? Schon möglich. Wenn Sie welche ausgesetzt haben. Puh. Sieh dir die Bäume an. Pappeln. Und die Schlingpflanzen. Das muss alles in 20 Jahren entstanden sein. Ja. Was meinst du, wie es hier vorher aussah, vor der Katastrophe? Da gab's das dänische Festland noch. Hier waren wahrscheinlich Wiesen und jetzt im August hatte es vielleicht 25 bis 28 Grad. Oh. Und keine 42. Da ist sie. Die Anlage. Da, auf der Lichtung. Und wo ist die Schüssel? Frag mich. Das gibt's doch gar nicht. Die ist nicht mehr da. Die ist einfach weg. Kann der Sturm sie losgerissen und weggetragen haben? Eine 5-Meter-Schüssel. Das war ein Taifun. Gut, aber... Psst. Was? Runter. Was ist denn? Da. Da drüben. Am Wasser. Das ist ein Kind. Ein kleiner Junge. Was macht der da? Er leckt Wasser. Der ist ja ganz nackt. Bleib unten. Sonst verscheuchen wir ihn. Was macht der hier? Keine Ahnung. Hey, du! Er hat dich gehört. Er starrt zu uns rüber. Wer bist du? Was machst du hier? Du, ich glaube, der versteht dich nicht. Wie heißt du? Wo sind deine Eltern? Der versteht dich nicht. Hast du Hunger? Hier, ich hab Schokolade dabei. Na komm, komm. Hör auf. Na komm her, komm. Er kommt. Wie läuft denn der auf allen Vieren? Er schnuppert dran. Glaub's nicht. Aber du bist interessanter für ihn. Lass das, geh weg. Gehen Sie beiseite. Paulus, haben Sie mich erschreckt? Hey, sind Sie wahnsinnig? Ah! Ah! Ah!
wie Sie und ich. Was heißt das? Es sind Klone mit veränderter Genstruktur. Keine Homo sapiens. Was? Fragen Sie Mülheimer. Das hätten Sie uns sagen müssen. Was hätte das genutzt? Es hätte meiner Frau den Schock erspart. Sie hat auf dem ganzen Rückweg geschrien und jetzt steht sie unter Medikamenten. Als hätte sie nicht schon genug durchgemacht. Da muss man vor ihren Augen in ein Kind erschießen. Scheißegal, ob es ein Kannibalenkind war. Es sind keine Kannibalen. Es ist eine andere Spezies. Sie fressen nicht einander. Sie fressen uns, ja, das habe ich schon verstanden. Und sie haben sie losgelassen. Das ist doch der Untergang der Menschheit. Genau den wollten wir damit verhindern. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Kommen Sie. Meine Frau. Paulus hat ein Auge auf Sie. Ausgerechnet. Er ist ein sehr guter Arzt. Ein Arschloch manchmal, aber ein sehr guter Arzt. Gute Nacht. Der Hirsch. Wo sind wir hier? Das war mal das Labor. Hier sind Sie entstanden. Sie haben in einem keimfreien Sektor gelebt, den man durch eine Schleuse betreten konnte. Was ist passiert? Ein Kabelbrand, der sich ausgebreitet hat. Ein paar von ihnen sind verbrannt, aber die meisten sind nach draußen entkommen, als die Scheiben geplatzt sind. Sie vermehren sich rasend schnell. Sie vermehren sich? Das sind doch Kinder. Die sehen nur so aus. Sie haben einen schnelleren Stoffwechsel als wir. Darum eine kürzere Lebenserwartung. Eine kürzere Austragzeit. Und dementsprechend sind sie früher geschlechtsreif. Soweit wir ausgerechnet haben, mit 6 bis 7 Jahren. Mit 6 bis 7 Jahren? Ich bin gern hier oben. Es ist die einzige Stelle innerhalb der Umzäunung, wo man bis an die Küste laufen kann. Vorsicht, es geht steil runter. Es ist schön, es ist wahnsinnig schön. Von hier habe ich Ihre Leuchtrakete gesehen. Wir dachten natürlich, es wäre der Tender. Wie lange leben Sie schon hier? Auf Fano? Seit 2010. Ich war von Anfang an bei dem Projekt. Seit 12 Jahren mit diesen Kreaturen da draußen? Diese Kreaturen, wie Sie sie nennen, sind dem Homo sapiens physisch weit überlegen. Sie werden nicht mehr krank. Meine Tochter ist an einem hämorrhagischen Fieber gestorben. Mitten in Köln. Es war Monsun. Das Jahr der Anopheles-Plage. Es tut mir leid. Sie ist Ute. Sie war erst 7. Ich hätte alles getan, um zu verhindern, dass je wieder ein Mensch an einer so grauenvollen Krankheit stirbt. Und da haben Sie beschlossen, den Menschen durch etwas Besseres zu ersetzen. Wir haben ihn verbessert, das schon. Aber wir wollten ihn natürlich nicht ersetzen. Die beiden Spezies sind biologisch kompatibel. Sie unterscheiden sich ja äußerlich nicht voneinander. Wir dachten, der Mensch würde von ihrer Stärke profitieren, wenn sie sich vermischen. Zum Teufel, wir wollten die Zivilisation retten. Ach, wirklich? Sehr zivilisierte Gewohnheiten haben ihre Übermenschen aber nicht, oder sehe ich das falsch? Sie sind verwildert, sie. Sie hätten sie sehen sollen, als die ersten geboren waren. Sie waren unglaublich lernfähig. Sie haben Laute, Mimik, Körpersprache adaptiert. Wir haben lange nicht begriffen, wie fremd sie uns tatsächlich sind. Dass das alles vermutlich nur Mimikrie war. Damals glaubten wir noch, sie würden sich problemlos in die Gesellschaft integrieren lassen. Sie meinen heiraten und Jura studieren und jeden Samstag das Auto waschen. Ich meine sich integrieren und mit dem Homo sapiens vermischen. Sie müssen sich mit ihm kreuzen. Instinktiv scheint ihnen das auch bewusst zu sein. Wenn sie sich nur untereinander fortpflanzen, werden sie auf Dauer keinen lebensfähigen Nachwuchs mehr hervorbringen. Weil sie einander genetisch zu ähnlich sind. Genau. Viele sind genetisch identisch miteinander. Es ist wie Extreminzest. Die Zahl der gentechnischen Defekte, der Missgeburten, nimmt in geometrischer Folge zu. Ist doch wunderbar. Dann brauchen Sie ja nur abzuwarten, bis Sie ausgestorben sind. Sie hätten dieses erste Mädchen sehen sollen. Sie haben sie Ila genannt. Sie war ein Mensch. Sie war wie wiedergeboren. Großer Gott. Was? Paulus sagt, es sind Klone mit veränderter Genstruktur. Ja. Darf ich mal raten? Diese Mädchen sind Klone von... Von mir, von Natascha, von möglichst vielen Freiwilligen, um einen möglichst großen Genpool zu haben. Und auch von... Auch von meiner Tochter. Ja, natürlich.
Wie wär's mit einem Schlummertrunk? Mal sehen. Wir haben Single Malt, Cognac und spanischen Brandy. Alles, was das Herz begehrt. Für mich nichts, danke. Und die Dame, ein Cognac auf so einen Tag. Meinetwegen. Ist schon wieder dunkel. Das heißt, heute kommt er auch nicht mehr. Wahrscheinlich nicht, nein. Wir haben den 9. August. Es sind jetzt 8 Tage. So lange war er noch nie überfällig. Wir haben bestimmt seit 3 Tagen nichts mehr zu fressen gefunden. Hey. Jedenfalls nicht genug. Es wird langsam kritisch. Ja. Wir brauchen diese Kaninchen und die Schweine. Wir brauchen diese gottverdammte Lieferung. Das wissen Sie doch da drüben in Malmö. Eine Verantwortungslosigkeit. Die natürlichen Nahrungsmittelvorräte der Insel sind erschöpft. Schon lange. Und das einzige tierische Eiweiß, das jetzt hier herumläuft, verschanzt sich hinter Stacheldraht und Maschinenpistolen. Haben Sie sich eigentlich nie überlegt, was Sie da machen? Sie haben eine den Menschen überlegene Lebensform erschaffen und den Homo sapiens damit dem Selektionsdruck ausgesetzt. Ach was. Wer einen darwinistischen Überlebenskampf verliert, Dr. Mühlheimer, der bekommt keine zweite Chance. Müller, das war eine einmalige Gelegenheit. Als die damals in den Dschungel entkommen sind, haben sie eine eigene Sozialordnung errichtet. Und ich und mein Team, wir waren mitten unter ihnen, direkt vor Ort. Wir konnten aus nächster Nähe die Entstehung eines, ja, menschlichen Ameisenstaates beobachten. So funktionieren sie nämlich. Das ist eine Gruppenintelligenz. Sie haben sogar ein Nest errichtet, in dem sie brüten. Die haben ein Nest da draußen? So eine Art Ameisenbau? Ja, kann man so sagen. Mit einer Königin, die Kinder produziert? Es handelt sich um ein Sozialgefüge, das in der Natur einzigartig ist. Absolut einzigartig unter Primaten. Es existiert nur auf dieser Insel. Wie schon gesagt, es ist ein geschlossenes ökologisches System. Was reden Sie denn für einen Scheiß? Sie haben von außen Nahrung zugeführt, schiffsladungsweise. Wie wollen Sie denn das handhaben, wenn die sich über den ganzen Planeten ausbreiten? Sie sagen doch, Sie haben hier Lebensmittelvorräte für Monate. Warum geben Sie denen nichts ab? Nein, die fressen nichts Aufgetautes. Schon gar keine Konserven. Es scheint verdorben auf sie zu wirken. Wir nehmen an, es ist ein Schutzmechanismus. Jedenfalls rühren sie nichts an außer frischem Fleisch. Aber Sie haben sie doch in die Welt gesetzt. Das alles müssen Sie doch vorher gewusst haben. Ja, was glauben Sie denn? Glauben Sie, das war Absicht? Es war also nicht geplant? Natürlich nicht! Das ist das prinzipielle Dilemma, wenn man in die DNS eingreift. Ein Gen hat mehr als eine Aufgabe. Und wenn man ein Gen verändert, um zum Beispiel die Produktion von Memory-Zellen im Knochenmark oder die Körpertemperatur zu erhöhen, verändert man automatisch was anderes mit. Vielleicht nur die Haar- oder Hautfarbe. Vielleicht auch etwas viel Gravierenderes, als man vorher geahnt hat. Jeder wissenschaftliche Fortschritt ist mit Risiken verbunden. Sie sollten sich mal selber zuhören. Wir haben es hier mit einer Lebensform zu tun, die uns fremder ist als die Saurier. Entwicklungsgeschichtlich gesehen. War wohl nichts mit dem Heiraten und Jurastudium. Wie bitte? Vergessen Sie es. Oh Gott. Diese verdammte Zahnwurzel, die bringt mich in Augen. Jedenfalls hätte es keinen Sinn, Ihnen etwas von unseren Vorräten abzugeben. Außerdem müssen wir an uns selbst denken. Wer weiß schon, wann der Tender kommt. So lange war er noch nie überfällig. Das haben Sie schon mal gesagt. Ich hatte einen furchtbaren Traum letzte Nacht. Ja. Ich habe geträumt, die Welt ist untergegangen. Ihre Albträume in allen Ehren. Aber das ist eine logische Theorie. In den letzten Meldungen, die wir empfangen haben, war von mehreren Millionen Epidemieopfern die Rede. Allein in Europa. Die Seuche ist nach Westen gezogen mit dem Monsun. Sie meinen... Was, wenn es wahr ist, wenn da draußen wirklich nichts mehr existiert? Allein der Wahrscheinlichkeitsrechnung nach kann die ganze Weltbevölkerung nicht durch eine einzige Pandemie ausgerottet werden. Es reicht eine bestimmte kritische Masse an Toten und die Überlebenden können die Zivilisation nicht mehr in Gang halten. Jakob, alles okay? Verehrte Monika, ich bitte Sie.
Zwischen 1347 und 51 hat der Schwarze Tod in Eurasien 75 Millionen Menschenleben gefordert. Das waren fast 2/3 der Bevölkerung. Und die Zivilisation ist nicht untergegangen. Der Mensch ist zäh. Verdammt zäh. Was hat er? Der Blutdruck gefällt mir überhaupt nicht. Nee, Heiner, hören Sie mich. Wir müssen Sie notoperieren. Jakob, die Infektion hat sich über den halben Oberkiefer ausgebreitet. Jakob? Ich muss Ihnen diese 4 zurechten, damit der Alter ablaufen kann. Ich glaube, er versteht. Aber wir finden die Morphium-Ampullen nicht. Dann muss es umgehen. Das überlebt er nicht, das hält sein Kreislauf aus. Was soll ich denn machen? Wir haben ein paar Ampullen in der Bordapotheke. Okay. Ihr beide fahrt raus und holt sie. Ich bereite alles vor. Wir sollen da raus, jetzt? Ja, jetzt. Das ist der Wahnsinn. Mitten in der Nacht hier draußen herumkurven. Sie wiederholen sich. Die können im Dunkeln sehen. Und die haben Hunger. Das ist ein Albtraum. Ein Albtraum. Okay. Scheint, wir haben Glück. Hier ist eine Taschenlampe und meine Automatik. Entsichern und dann abdrücken. Verstanden? Verstanden. Vorwärts. Ich wende inzwischen. Glauben Sie, es sind welche an Bord? Was sollen die da wollen? Die können nicht schwimmen. Aber sie könnten uns gehört haben. Also raus jetzt! Alles klar, ich hab den Koffer. Gut, geben Sie her. Und die Automatik. Eben hatte ich sie noch. Hä? Die muss mir auf dem Rückweg auf den Gürtel gefallen sein. Was? Ich hab sie irgendwo hingelegt. Dann müssen Sie zurückgehen und sie suchen. Wir können auf keine Waffe verzichten. Ich soll was? Die ist für uns wichtiger als Sie. Also los! Ich gebe Ihnen 4 Minuten. Wo ist denn dieses Scheißding? Ah, da liegt es ja. Das geht's doch nicht. Dieses Schwein! Paulus! Paulus, ich krieg's kaum! Kommen Sie zurück! Kommen Sie zurück! Auf Flucht! Beiß mich, verdammte Biste hier! Beiß mich! Paulus! Paulus! Sie leben noch. Wie haben Sie das geschafft? Wie sind Sie zurückgekommen? Hey, sind Sie verrückt, Mann? Hey, gehen Sie mir vom Leib! Nein! Nicht schießen, bitte. Bitte tun Sie das nicht. Ich kann doch nichts dafür. Ich dachte, Sie wären längst tot, verdammt. Nicht. Hören Sie auf! Wer sind denn hier die Bestien? Wissen Sie, was er getan hat? Er hat sich vor Angst in die Hosen gemacht und Sie am Hafen zurückgelassen. Richtig! Und dafür verdient er den Tod, meinen Sie? Wie sind Sie zurückgekommen? Wenn ich zurückgekommen bin, wollen Sie wissen? Ich habe mich quer durch den scheiß Dschungel geschlagen, zu Fuß! Mein Gott, ich dachte, Sie sind tot. Ich habe es nicht mal riskiert, die Lampe zu benutzen. Ich habe mich im Mondlicht durchs Unterholz geschlichen und versucht, möglichst wenig Lärm zu machen. Übrigens habe ich ein Skelett gefunden, kurz vor dem Zaun. Sauber abgenagt. Svensson, der Labortechniker, der muss da schon 2 Jahre liegen. Wir wollten jetzt nach Sonnenaufgang noch mal rausfahren, um nach Ihnen zu suchen. Wie sind Sie über den Zaun gekommen? Das interessiert Sie, was? Ja. Ich bin auf einen Baum geklettert und habe mich einen Ast entlang gehangelt. Wo genau war das? Links von der Straße, etwa 100 Meter vom Tor entfernt. Paulus, Sie fahren los und suchen diesen Ast. Nehmen Sie eine Leiter und eine Kettensäge mit und bringen Sie das in Ordnung. Was stehen Sie hier noch rum? Dazu sind Sie doch gar nicht fähig. Das setzt logisches Denken voraus. Die sind nicht in der Lage, logische Schlüsse zu ziehen. Und wenn Sie ihn beobachtet haben, nun machen Sie schon. Ja. Wo ist Bea? Schläft.
Die Packung Valium und die halbe Flasche Cognac gestern Abend. Sie hat gar nicht mitgekriegt, dass sie weg waren. Was ist mit Mülheimer? Wir haben ihm die Zähne gezogen. Er hat es gut überstanden. Danke für das Morphium. Hey. Hey, wo kommst du denn her? Ist was passiert? Nein, ist alles okay. Alles okay. Mach mal ein bisschen Platz. Ich muss mich nur ein bisschen ausruhen. Das war der letzte. Sind Sie jetzt zufrieden? Sind Sie sicher, dass es der letzte war? Ich bin die ganze Umzäunung abgefangen. Es ragt kein Ast mehr drüber. Sind Sie jetzt zufrieden, ne? Ich weiß nicht. Es ist nun schon der vierte Tag, den Sie hungern. Und Sie wissen, dass wir hier sind. Wir sind hier drin, sicher wie in einer Festung. Wir müssen jetzt nur so lange warten, bis der Tender eintrifft. Glauben Sie mir? Aufwachen, wachen Sie auf! Aufwachen. Was ist los? Wie spät? Kurz nach Mittag ist es soweit. Sie kommen über den Zaun. Was? Sie kommen über den Zaun an der Nordwestseite. Das ist doch unmöglich. Stehen Sie auf, es werden jede Sekunde mehr. Sie nehmen die Pumpgun. Damit kann ich nicht umgehen. Durchladen und aufhalten, wie gehabt. Ich krieg die Fenster nicht auf. Lassen Sie nicht öffnen. Nehmen Sie den Gewehrkolben. Sie klettern einfach über den Zaun. Ja, Ameisentaktik. Eine erste Welle von Ihnen ist im Draht hängen geblieben. Und die nächste klettert einfach über Sie drüber. Schlecht zu treffen. Sie laufen auf allen Vieren. Halten Sie auf die Köpfe. Ich übernehme die auf dem Zaun. Da hängt eine ganze Traube. Putzen Sie sie weg, los. Putzen Sie sie weg. Sie fliehen zurück in den Dschungel! Oh, das war knapp. Was ist das? Ein Kind. Da weint ein Kind. Das kommt aus dem Gebüsch. Sie haben es angeschossen. Die im Zaun hängen, die sind alle tot. Pia, wo willst du hin? Jemand muss ihm doch helfen. Lass mich los, lass mich! Bist du wahnsinnig? Du kannst da nichts raus! Paulus! Was? Nun tun Sie schon was! Nehmen Sie das Gewehr und machen Sie dem ein Ende! Schon gut! Ich halte das nicht mehr aus! Kommen Sie! Da! Es kriecht aus dem Gebüsch! Mein Gott! Es sieht aus wie... die Ute. Schon vorbei. Ist schon vorbei. Was ist das? Was ist das? Die nächste Welle! Sie kommen zurück! Wir werden nie aufgeben, solange sie uns nicht haben. Aber wir sind doch nur fünf. Wir sind doch nur fünf. Verdammt nochmal. Es wird immer mehr. Von allen Seiten. Worauf wartet ihr? An die Waffen. Wir müssen sie aufhalten. Das ist doch aussichtslos. Ihr evakuiert. Ihr nehmt eure Yacht und fahren nach Malmö. Der Tank ist leer. Diesel haben wir genug. Ihr beide ladet die Kanister ein. Bea, Sie helfen mir, Jakob ins Auto zu bringen. Vorwärts, wir haben keine Zeit mehr. Unvorstellbar. Sehen Sie das? Sie lassen sich kopfüber von der Zaunkrone fallen und krabbeln auf das Haus zu, wie groß ich bin. Jetzt wissen Sie gar nicht, wie viele von Ihnen im Stacheldraht verblutet. Was für die Munition? Dann einfach drüber. Ich versuch's ja. Da krabbeln welche quer unter die Straße. Ich muss drüber. Ich muss drüber fahren. Wie geht's Ihnen? Es geht so, glaube ich. Es sind unglaublich viele. Wir haben die Population auf 100 bis 150 Stück geschnitzt. Aber es sind viel mehr. Ihr habt sie nie gezählt. Was seid ihr denn für Wissenschaftler? Niemand von uns war je in ihrem Nest. Achtung, die Kurve! Wir haben uns überschlagen. Bist du okay? Schreit so, ja. Kommen Sie.
Motor brennt. Jemand verletzt? Ich kann meinen Fuß nicht bewegen. Was ist das für ein Geruch? Das Dieselöl, die Kanister. Die Kanister laufen aus. Los, raus hier! Mein Fuß ist eingeklemmt. Los, kommen Sie da weg. Er stand fest. Unter dem Sitz. Ziehen Sie ihn raus. Ich kann nicht. Ich kriege ihn nicht frei. Monika! Helfen Sie mir doch. Kommen Sie da weg. Die Deckung! Ihr kommt nichts tun. Können Sie aufstehen? Ja. Sie bluten da am Arm. Nicht weiter schlimm. Ja, komm. Komm, ich helfe dir hoch. Bea! Wo ist Bea? Da drüben am Straßenrand. Nein! Bea! Was ist los? Wir haben sie ins Gebüsch getroffen. Wo sind sie? Wo sind sie hin? Das hat keinen Sinn. Kommen Sie zurück. Wir müssen ihnen nach. Sie bringen sie um. Sie töten keine Frauen. Was soll das heißen? Was machen Sie mit ihnen? Sie meinen sie. Woher wissen Sie das? Sie müssen Ihren Genpool erweitern. Ich habe es Ihnen doch erklärt. Sie müssen sich mit Menschen paaren, sonst würden bald nur noch Missgeburten zur Welt kommen. Sie haben dasselbe mit Natascha gemacht. Wem? Jakobs Frau. Wo ist das Nest? Wo ist das Nest? Das schaffen Sie nie. Wo? Auf der Nordseite, etwa 4 Kilometer von hier. Geben Sie mir Ihre Pistole. Nein. Die beiden gehen zur Boden. Wir treffen uns doch. Nein. In 6 Stunden fahren Sie nicht ohne mich. Kommen Sie zurück. Peter. Peter. Vorsicht! Der Pier! Ja, einen Fuß mit dem anderen. Langsam. Willst du ausruhen? Wir sind ja gleich da. Ja. Wir haben es tatsächlich geschafft. Was machst du denn da? Ich schneide die Leinen durch. Aber wir sollen noch auf ihn warten. Er kommt nicht mehr. Wo fahren wir hin? Ich weiß es nicht. Gute Nacht. Der Hörspielkanal.